Moment, ist da unten was? Ne, da unten ist nicht. Ach, er will das Wasser, damit er sich saven kann. Der Frechdachs. Okay, da muss nur das Wasser abstellen. Oh Memo, guck mal. Ich habe auch eine. Ich habe dasselbe wie Modell wie du. Und jetzt bin ich aus Versehen runter. Och. Tschüss. Hopp. Und jetzt schnell. Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars auf dem Minecraft.net Server. Und ich habe gerade einen Hacker drin, deswegen dachte ich mir, weil der den so schlecht eingestellt hat, sein Hack, nehme ich das gleich auf. Habe ich ihn auch gebeten, den mal besser einzustellen. Und da schreibt einer, dein Hack ist echt kacke, gleich wie deine Videos. Ich grüße dich auf jeden Fall, du bist ein echter, wahrer Zuschauer. Nämlich, weil er sie guckt. Danke, Mann! Und ich habe gesehen, hier gibt es auch Leute, die richtig rich sind, weil hier gibt es einen aus dem Para-Clan. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, aber ist mir auch relativ latte. Aber da ich hier ein bisschen die Leute kenne, weiß ich, das kann nur eine gute Runde werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Kistenloot wurde wieder etwas angepasst, weil ich kriege jetzt plötzlich wieder Schutz 3 Sachen und die hatte ich. Letztens immer nicht. Oh nein! Boom, ist weg. Fürs Cheaten. Hat das Anti-Cheat doch seinen überaus schlechten Cheat erkannt. Mensch, Mensch, Mensch. Na gut, dann sollte er ihn vielleicht wieder schlecht eingestellt lassen. Dann kann er doch wieder mit uns spielen. Vielleicht wäre ja das die bessere Idee. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn gleich nochmal erwischen, ne? Ey, der Typ, der meine Videos guckt. Hallo. Na, wie geht's dir? Krass, ne? So, hat der... muss mal gucken, ob ich da mithalten kann mit der Rüstung. Aber wenn ich ihn gut treffe, sollte ich das eventuell hinbekommen. Moin Meister. Ich hau jetzt schon ab. Ja, und da kommt er mit seiner... Hä? Was bringt es dir zu angeln? Ich stehe hier unten. Und genauso bringt dir der Schneeball wenig. Ah, oh Mist, ich bin hier ein bisschen... Gut, dann komme ich eben hoch, wenn du nicht richtig runterkommen willst. Wenn du jetzt zu feige bist. Oh, da frisst er noch einen Goldapfel. Du hast doch schon das bessere Equip. Wieso denn das? Na, warum rennst du jetzt zurück? Hast du auf einmal Shit oder was? Was soll denn das? Komm doch her. Das sieht mir ja nicht gerade nach einem seriösen Kampf aus, mein Lieber. Ja, guck mal, ich habe auch eine Angel. Ist das nicht lustig? Hahaha. Muss hier mir ein bisschen eine Treppe bauen. Sieht ja ziemlich unseriös aus. Ich habe eine richtig geile Idee. Dazu muss er aber ein bisschen nach vorne kommen. Ja, er hat eine Enderperl. Dings. Und tschüss. Ja, ihr haltet dich natürlich wieder hoch. Das ist natürlich optimal, ne? Na, komm doch runter. Ja, nein. Ja, was baust du dich denn jetzt wieder hoch? Denkst du, ich komme da hoch? Auf gar keinen Fall. Ich tue dir doch keinen Gefallen. Hau doch dein lames TNT runter wie jeder Depp. Ja, ist doch ein Goldapfel. Ist ja nicht so, dass du schon die bessere Rüstung... Hä? Ja, ist doch ruhig noch ein Goldapfel, ne? Das bringt... Ja, dann nimm noch eine Heal Potion. Und angel mich noch 5000 Mal. Meine Fresse, mach doch mal was. Junge, wie viele Goldäpfel hat denn der Typ? Ich raste hier gleich aus. Wie oft will der mich eigentlich noch angeln? Ja, Alter, was ist denn das? Der ist doch förmlich mit seiner Angel verheiratet. Also solche Leute regen mich richtig auf. Die einfach nur die ganze Zeit angeln. Wie viele Goldäpfel hat der Typ eigentlich? Der frisst doch den ganzen Tag nichts anderes. So macht das keinen Spaß. So, ich habe mich jetzt mit dem Kasper Heinz
bisschen unterhalten und der versucht sich echt gerade richtig hart rauszureden. Er hat gesagt, er hat 2 Heal-Potions und maximal 2 Goldäpfel gegessen. Ich blende euch jetzt nochmal die Zahl ein, wie viele, oder die Szenen ein, wie viele Goldäpfel er denn gegessen hat, weil er anscheinend Alzheimer hat. Und dazu meinte er noch, er hätte keinen Apfel gegessen, bevor er runtergekommen wäre. Ja, ist doch ein Goldapfel. Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Da ich in früher ein Video über ihn hochgeladen habe, wie ich ihn in Skywars zerstört habe, meinte er jetzt, dass er jetzt besser wäre und dass er mich jetzt zerstören würde. Und dann kommt er mit seinem Dia-Equip, seinen 1000 Goldäpfeln, wovon er behauptet, nur 2 gegessen zu haben, und seine Heal-Potions, dann mit seinen ganzen Cobwebs. Junge. Und dann meint er, besser zu sein, obwohl ich ein bisschen schlechteres und keine Heal-Potions hatte, Equip hatte. Und damit will er besser sein. Ja, wow. Hätten wir das Equip getauscht, ich glaube, dann wäre das nicht so gut für dich ausgegangen. Aber diese Logik, ach, die liebe ich, die liebe ich. Big Mac Bunny weg. Und ja, jetzt ist er wieder in der Mitte. Ach nee, geht da wieder in die Mitte. Wetten der? Ja, der hat sich wieder das gute Equip geholt, damit er am Ende wieder sagen kann. Ach really? Das deinem? Okay, dann mache ich jetzt dieselbe Methode wie du. Tja, muss ein bisschen noch Treffen üben. Was? Okay, dann haben wir hier schon mal besseres Equip. Das nehme ich gleich mal. Schutz 2 nehme ich auch. So, ein Kuchen. Nee, hat er sich eigentlich nicht verdient. Dann lassen wir den hier. Und dann gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Und Wassereimer, den hätte ich eigentlich schon gerne mitgenommen. Mein Internet denkt sich gerade, 125er Ping können wir auf jeden Fall machen. Aber gerade läuft es doch gut. 35. Nein! Scheiße, falsche Taste! Wow, das war ja ein richtiger krass. Ich hab die X-Taste gemacht die ganze Zeit, statt die, welche Taste wollte ich eigentlich mal? Ich weiß gerade nicht, aber auf jeden Fall. Ach so, ich wollte die C-Taste machen, die ist 1. Daneben. Ich hab die falsche Taste genommen. Und jetzt fühlt er sich wieder krass, weil er nicht mal gegen mich getraut hat, sich zu kämpfen. Ach, ich liebe diese Leute, die einfach nur sagen wollen, dass sie besser sind, obwohl sie sich einfach nur das bessere Equip holen oder einen mit den Schneebällen runter. Und anstatt richtig zu kämpfen, das sind mir die Liebsten. Die mag ich so richtig gern. Ach, der Typ ist geil. Bitte ein bisschen mehr Spam. Ach ja, und jetzt ist er ein Goldapfel. Merken wir uns schon mal Nummer 1. Dann nimmt er natürlich sein Cobweb. Die letzte Runde auch. Vorhin hat er auch die ganze Zeit geangelt. Gleich holt er sie bestimmt wieder raus oder auch nicht. Ja, wow. Okay, gut zu wissen, dass er das Enderman-Kit hat. Dann würde ich sagen, weiß ich schon mal, was er macht. Bitte diese Runde ein bisschen mehr Eier und Angel werfen. Genau. Ach man, der Typ ist geil. Hat man gar nicht gemerkt, dass du eine dabei hattest. Oh, also mit dem verstehe ich mich schon mal. Mit dem bin ich auf einer Wellenlänge. Das kann er aber noch nicht bedienen. Weil, ja, die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen hat. Okay, mach ich und Bärsch. Ah, ja. / Chatlog. Lel. Irgendwas. Das TAM funktioniert hier mal wieder richtig gut. Wie kommt man auch auf so einen Namen? Danke für den Chatlog, den merke ich mir schon mal vor. Was ist das denn? Der Teddybär, was kickt für Cheating? Nein, was kickt höchstens für Internet? Lüge! Ach, diese Erklärungen, die sind natürlich wieder ideal. Bei Notarzt hat man eine Heal Potion oder 2. Und ein gutes Schwert und in der Mitte hat man genau dasselbe. Also mal ganz im Ernst. Nur mit viel mehr Loot und Stuff. Also diese Erklärung mal wieder. Astrein, dieser Typ. Ach, der hackt ja auch. Geil. Nur, dass er irgendwie keinen Schaden bei mir macht. Okay. Ist mir auch egal.
Wieso hat er so viele Schwerter bei sich? Der eine meinte auch gerade eben, dass er maximal 12 ist. Da hat er auch nicht drauf geantwortet. Aber es sind halt immer die Kinder, die sich immer krass fühlen. Und das finde ich auch gar nicht mal so schlimm. Weil ich es eigentlich schon gewohnt bin, dass sich jeder krass fühlt und der Beste ist. Moment, ist da unten was? Ne, da unten ist nicht. Ach, er will das Wasser, damit er sich saven kann. Der Frechdachs. Okay, da muss ich nur das Wasser abstellen. Oh, Memo, guck mal. Ich habe auch eine. Ich habe dasselbe Modell wie du. Und jetzt bin ich aus Versehen runter. Och. Tschüss. Hau ab. Und jetzt schnell weg damit. Und GG. Ach, da schreit dann nichts mehr, sonst aber große Klappe haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.